Das Artmann-Ausbildungsprojekt dient zur intensiven Beschäftigung mit dem Arten und zum Erwerb von Kompetenzen und Fähigkeiten, um selbstständig Interessenten und Klienten durch integrative Artensitzungen begleiten und anleiten zu können. Das Artmann-Ausbildungsprojekt ist in zwei Phasen gegliedert. Die erste Phase erstreckt sich über ein Jahr und umfasst 10 Bausteine. In diesem ersten Jahr wird in einer herzlichen und liebevollen Atmosphäre in der Ausbildungsgruppe die Beschäftigung mit dem Atem vertieft und erweitert. Wir lernen unterschiedliche Formen des Atmens kennen und in ihrer jeweiligen Wirksamkeit für uns selber zu erfahren. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, in Stille zu atmen oder begleitet von intensiver Musik. Es gibt die Möglichkeit, die Erfahrungen im Inneren zu spüren und zu integrieren, oder es gibt die Möglichkeit, Erfahrungen durch Stimmausdruck und Bewegung nach außen zu bringen. Die einzelnen Bausteine werde ich jetzt der Reihe nach kurz ansprechen, sodass ein Überblick über diesen ersten Grundlagenteil der Ausbildung möglich ist. Wir beginnen mit Grundlagen der Atemarbeit, einem Seminar, in dem verschiedene Formen der Atemarbeit kennengelernt werden und auch die ersten Übungen im Begleiten stattfindet. Ein wichtiger Aspekt dieser Gruppe ist auch, die Gruppenatmosphäre aufzubauen und eine gute Energie in der Gruppe entstehen zu lassen. Das zweite Seminar trägt den Titel Atmen und Gefühle. Hier werden Gefühle erforscht und ihre Beziehung zum Atmen. Im dritten Teil, dem Selbsterfahrungsintensivseminar, werden persönliche Themen mit verschiedenen Methoden angegangen und aufgearbeitet und aufgelöst. Im vierten Teil geht es um Atem- und Körperarbeit. In diesem Seminar wird der Zusammenhang von Atem und Körper besonders intensiv erforscht. Der fünfte Baustein beschäftigt sich mit dem Thema Empfängnis und Geburt. Wir gehen also an die Anfänge unseres individuellen Lebens zurück und lösen Probleme und Traumatisierungen auf, die in diesen Phasen entstanden sind. Im sechsten Ausbildungsblock beschäftigen wir uns mit Kindheit, Phasen und Entwicklungsschwierigkeiten und Ressourcen, die wir aus dieser Phase unseres Lebens mitnehmen. Der siebte Ausbildungsblock hat das Thema Atem und Beziehung, wo wir uns über den Atem in Beziehung und damit unsere Beziehungsmuster erforschen können. Der achte Ausbildungsblock hat das Thema Atem und Energiearbeit, wo wir verschiedene Formen der feinstofflichen und grobstofflichen Energien erforschen, die der Atem in uns aufwecken und befreien kann. Das neunte Ausbildungsseminar hat einerseits den Teil kreatives Visualisieren, kreatives Denken und wie diese wichtigen Zugänge zu uns selbst und zu unseren Ressourcen in Atemsitzungen einfließen können. Der andere Teil beschäftigt sich mit dem Atmen im Wasser, eine ganz besondere Erfahrung, sowohl wenn wir bei 37 Grad ins warme Wasser eintauchen und Atemerfahrung tief und weit in unsere eigene Entwicklung zurückkommen. Eine besondere Herausforderung ist das Atmen im kalten Wasser, wo wir kennenlernen, mit welcher Kraft wir die Energien in uns mobilisieren können, sodass wir auch ohne Probleme und ganz langsam den Kontakt mit dem kalten Wasser aufnehmen können. Der zehnte Ausbildungsblock ist dann dem Abschluss
und der Zusammenfassung und der Integration dieses reichhaltigen Ausbildungsprogrammes gewidmet. In der zweiten Ausbildungsphase, die dann über 1,5 bis 2 Jahre geht und in lockerer Form abläuft, ist der Schwerpunkt Professionalisierung und Supervision. Für alle, die das erste Ausbildungsjahr nicht nur für die eigene und vertiefte Selbsterfahrung nutzen wollen, sondern die auch selbstständig dann mit Klienten arbeiten können, ist das die Phase, wo der Einstieg in diese Praxis am besten unterstützt wird durch Supervisionsgruppen und Fortbildungsseminare, die sich jeweils speziellen vertiefenden Themen dann widmen. Das Atman-Ausbildungsprojekt besteht seit 1993 und hat schon vielen Menschen sehr, sehr viel gebracht und hat vielen Menschen auch den Zugang zur eigenen Praxis eröffnet. Es wird von mir insgesamt geleitet und ich werde in dieser Leitung von einem Stab von erfahrenen Co-Trainern unterstützt. Weitere Informationen gibt es auf unserer Homepage und wir schicken auch gerne ein Detailprogramm zu. Atme dich frei!